Vorträge sind ja da, um Fragen zu beantworten. Und wir hatten ja schon öfter Wunschvorträge, dass also vor allem Ajahn Chattamalo, der fragt ja manchmal, ob da irgendein Wunsch, worüber er einen Vortrag geben soll. Und es ist ihm jetzt mindestens zweimal schon passiert, dass er dann einen Vortrag vorbereitet hat und diejenigen, die den Wunsch geäußert haben, sind dann nicht erschienen bei dem Samstagabend, als er den Vortrag gegeben hat. Mit dem, ach, ihr nehmt ja sowieso alles auf. Und inzwischen haben wir ja diese wunderbare Mediathek mit den Such- und Sortierfunktionen, wo man dann aus über 400 Dhamma-Vorträgen, die es inzwischen gibt, von uns schnell das Richtige zum Thema rausfinden kann. Und es werden auch hin und wieder Fragen telefonisch gestellt zum Dhamma, die wir dann während der Bürozeit auch nicht beantworten können, weil wir nur eine Stunde am Tag am Telefon sind. Und noch schlimmer ist es mit Dhamma-Fragen per E-Mail, die ich dann also in der Zeit überhaupt nicht beantworten kann. Aber mit dieser Mediathek haben wir jetzt die Möglichkeit, Links zu verschicken. Also wenn du eine Frage hast zu dem und dem Thema, hör dir doch mal den und den Vortrag an. Und jetzt kam doch tatsächlich letzte Woche eine Anfrage per E-Mail. Da hat jemand gesagt, also zu dem Thema gibt es noch keinen Vortrag. Also sozusagen, da fehlt noch ein Link, nämlich zu dem Thema Wiedergeburt. Und tatsächlich, also da haben wir noch keinen Vortrag dazu gegeben, zu dem Thema Wiedergeburt an sich, also als Hauptthema. Das ist sozusagen der fehlende Link. Das ist ja auch ein schöner Name, ein schöner Titel für einen Vortrag zum Thema Wiedergeburt. Das ist also heute. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang tamang sangkang namassami. Kina jati vusitang brahmacharyang. Katang karaniyang naparang itatta yati pajanati. Ja, der Fernhörer, der Fragen zu dem Thema Wiedergeburt hat, der hat mir mehrere Mails geschickt. Das war das erste, seitenweise. Und die Frage, die ihn bewegt, hätte er eigentlich mit einem Satz stellen können. Aber dass es so viele Mails wurden, zeigt doch, dass bestimmte Probleme in der Auseinandersetzung mit der Dhamma-Praxis einen wirklich aufwühlen können und bewegen können. Und ja, Dhamma-Praxis ist kein Wellness, ist keine sanfte und seichte Freizeitbeschäftigung, sondern das kann einen wirklich aufwühlen und bewegen. Und die Fragen, die er gestellt hat in seinen Mails, eigentlich schon in der ersten Mail, die erste war, was genau wird wiedergeboren? Zweite, wie soll Wiedergeburt genau vonstatten gehen? Und die dritte Frage, kann man als buddhistischer Praktizierender solche Themen, die sich der Erfahrung entziehen, ausklammern? Das waren so die drei Hauptgebiete. Ja, dann möchte ich mit der dritten Frage anfangen. Erfahrbarkeit von Wiedergeburt. Ist Wiedergeburt etwas, was wir nicht erfahren können? Oder müssen wir uns mit Dingen beschäftigen, die wir nicht erfahren können? Der Buddha selber hat gesagt, seine Lehre ist für den, der erlebt, der fühlt, der erfährt. Das heißt, es sind in der Buddha-Lehre keine Themen zu behandeln, die außerhalb der Erfahrbarkeit sind. Aber die Frage ist, sind Dinge generell nicht erfahrbar oder können wir sie jetzt in unserem jetzigen Zustand nicht erfahren? Das knüpft natürlich an die Rolle von Vertrauen, Satta, was nichts mit Glauben zu tun hat, sondern was über, ja, uns mit den Dingen verknüpft oder auf die Dinge hinweist, die wir jetzt noch nicht wissen. Ein Symptom, was wir heutzutage unter Buddhisten oft finden, ist dieser Kalamaismus, wie ich es mal nennen will, also wo dann Kalama Sutta herbei zitiert wird, wo es heißt,
Was soll nichts glauben? Heißt das so? Nee, heißt eigentlich nicht. Wenn wir uns diese Lehrrede genauer anschauen, dann finden wir, dass es überhaupt nicht darum geht, etwas zu glauben oder nicht zu glauben, sondern es geht darum, einen Standard zu finden für die eigene Praxis. So, jetzt kommt der erste Link. Der Vortrag Kalama Sutta oder der Vortrag Establishing a Standard für diejenigen, die englische Vorträge hören. Da geht es darum, wie wir mit Dingen umgehen, die wir im Moment noch nicht verstehen und wie wir uns einen Standard erarbeiten können für das, was wir annehmen für unsere Praxis oder nicht. Ja, also ich will jetzt diesen Vortrag nicht noch wiederholen, deswegen eben der erste Link des heutigen Abends. Wiedergeburt ist nicht etwas, was unerfahrbar ist. Der Buddha hat bei seinem Erwachen sich an 90 Äonen früherer Leben zurückerinnert. Und das ist etwas, was nicht nur ein Buddha kann. Im Vinaya Pitaka finden wir den Fall von einem seiner Schüler, der konnte sich, glaube ich, an 200 Äonen von Leben zurückerinnern. Das sind also mehr, als der Buddha sich selber erinnert hat. Also der Buddha hat halt bei 90 oder 92 Äonen aufgehört und dem anderen war es bei 92 noch nicht langweilig und er ist dann noch weiter zurückgegangen und dann haben andere Mönche gesagt, nee, das was ja, der hat jetzt was behauptet, was nicht stimmt und der hat jetzt einen Ausschlussverstoß begangen und der Buddha hat dann bestätigt, nein, der hat sich tatsächlich weiter zurückerinnert als ich. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Aber das hatten wir neulich mal aus dem Vinaya zitiert. Ja, der Buddha hat an keiner Stelle erklärt, wie Wiedergeburt vonstatten geht. In späteren Generationen wurde dann gesagt, ja, die Lehre von Paticca-Samuppada, von dem bedingten Entstehen, was wir vorhin rezitiert haben auf Pali und auf Deutsch, sei des Buddhas Erklärung, wie Wiedergeburt funktioniert. Da gibt es sogar ein Buch, das in Sri Lanka erschienen, Paticca-Samuppada, The Buddha's Explanation of Rebirth. Das ist ziemlicher Unsinn, komme ich später noch drauf. Und der Buddha hat auch an keiner Stelle bewiesen, dass es Wiedergeburt gibt. Er ist einfach davon ausgegangen. Das hat dann in heutigen Zeiten Neo-Buddhisten oder 2.0-Buddhisten oder säkulare Buddhisten zu der Annahme verführt, dass der Buddha keine Wiedergeburt gelehrt hat. Oder wenn er Wiedergeburt gelehrt hat, dann hat er es eigentlich gar nicht so gemeint, sondern er hat sich nur an den kulturellen Hintergrund seiner Zeit angepasst, wo eben alle davon ausgegangen sind, dass es Wiedergeburt gibt. Und beides ist verkehrt, beides stimmt nicht, wo ich jetzt mal kurz mit zwei oder drei Sutta-Zitaten illustrieren will, also beweisen oder belegen, ist es jeder, der die Lehrreden kennt, weiß, dass in etlichen Stellen das Thema Wiedergeburt dran ist oder dass der Buddha sagt, wenn ich dieses und jenes tue, dann führt das zu einer schlechten oder einer guten Wiedergeburt. Also da ist der Sutta Pitaka voll davon. Da ist es mir relativ unbegreiflich, wie man auf die Idee kommen kann, dass der Buddha keine Wiedergeburt gelehrt hat. Die weltliche richtige Anschauung, das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt die Buddha-Lehre praktizieren zu können. Oder das war die Grundvoraussetzung für das Kriterium für den Buddha, ob er sich seine Zeit verschwendet mit Leuten, die das nicht annehmen können, hat der Buddha nicht gemacht. Also er hat sich wirklich nur mit Leuten beschäftigt, die die richtige Anschauung hatten, die weltliche richtige Anschauung, die davon ausgeht, zum Beispiel, dass unsere Taten Konsequenzen haben, dass es nicht egal ist, was wir tun. Und da gibt es so eine Standardformel. Es gibt Gaben, Dargebrachtes und Geopfertes. Es gibt Frucht und Ergebnis guter und schlechter Taten. Es gibt diese Welt und die andere Welt, oder man könnte es auch übersetzen, und die nächste Welt. Es gibt Mutter und Vater. Es gibt spontan geborene Wesen. Es gibt gute und tugendhafte Mönche und Brahmanen auf der Welt, die diese Welt und die nächste Welt durch Verwirklichung mit höherer Geisteskraft erfahren haben und erläutern. Also, dass man davon ausgeht, dass es Menschen gibt, die wissen, dass es Wiedergeburt gibt. Das sind sozusagen das Startsignal, der Boden, auf dem die Praxis erstmal wachsen kann. Weil jetzt könnte man ja sagen, nur der Buddha hat sich an frühere Leben zurückerinnert und vielleicht dieser eine Mönch noch, aber in der Majjhima 73
sagt der Buddha zum Wanderasketen und inzwischen Bhikkhu Vajragotha, er soll zwei Dinge weiterentwickeln, Ruhe und Einsicht. Wenn diese zwei Dinge weiterentwickelt werden, werden sie zur Durchdringung vieler Elemente führen. Und eins dieser Elemente ist, in dem Ausmaß, in dem du wünschst, möge ich mich an vielfältige frühere Leben erinnern, das heißt an eine Geburt, zwei Geburten und so weiter, bis hin zu vielen Äonen, in denen sich das Weltall zusammenzog und ausdehnte. In dem Ausmaß wirst du die Fähigkeit erlangen, jeglichen Aspekt darin zu bezeugen, weil es eine passende Grundlage dafür gibt, nämlich Ruhe und Einsicht. Das heißt, es ist im Prinzip jedem möglich. Und dann noch eine Lehrrede, die belegt, dass zur Zeit des Buddha nicht jeder an Wiedergeburt geglaubt hat. Da vertritt irgendein Lehrer solch eine Lehrmeinung und Ansicht wie diese. Es gibt keine Gaben, nichts Dargebrachtes oder Geopfertes, keine Frucht oder Ergebnis guter und schlechter Taten, nicht diese Welt, nicht die nächste Welt, keine Mutter, keinen Vater, keine spontan geborenen Wesen, keine guten, tugendhaften Mönche und Brahmanen, die diese Welt und die nächste Welt erfahren haben und erläutern. Eine Person besteht aus den vier großen Elementen. Wenn sie stirbt, kehrt Erde zurück und geht zum Erdkörper zurück. Wasser geht zum Wasserkörper zurück. Feuer geht zum Feuerkörper zurück. Wind geht zum Windkörper zurück. Die Sinnesfähigkeiten werden in den Raum übertragen. Vier Männer mit der Bahre als fünftem tragen die Leiche weg. Die Begräbnisrede reicht so weit wie das Leichenfeld. Die Knochen bleichen, die Knochen enden in Asche. Großzügigkeit ist nur Gerede. Wenn jemand die Lehrmeinung geltend macht, es läge ein Sinn darin, so ist es leeres, falsches Geschwätz. Narren und Weise werden bei der Auflösung des Körpers gleichermaßen abgeschnitten und vernichtet. Nach dem Tod existieren sie nicht. Also diese Meinung gab es durchaus auch zur Zeit des Buddha. Ja, warum hat der Buddha nicht erklärt, wie Wiedergeburt funktioniert? Warum hat er nicht bewiesen, dass sie funktioniert? Liegt daran, dass es zu seiner Zeit sehr viele Menschen gegeben hat, die Dhamma für sich gesehen haben, die in der Schulung standen, und die haben unmittelbar für sich erkennen können, auch wenn sie sich nicht an frühere Leben erinnert haben, dass der Keim zukünftigem Werden in ihnen vorhanden ist, nämlich Begehren. Und der Zusammenhang, dass dieses Begehren eben dazu führt, dass sich Bewusstsein als ein Selbst, an eine Person ständig fortsetzen muss und es daher Wiedergeburt geben muss. Erzähle ich später noch ausführlich. Denn wenn wir zum Beispiel von den Krupa Ajans hören, dass wir die Herzenstrübungen vernichten müssen und so weiter, Begehren vernichten müssen, dann haben wir das Problem, dass wir nicht wissen, wovon die eigentlich reden. Es ist notwendig, da mal gesehen zu haben, also mindestens ein Stromangetriebener zu sein, um diese Struktur des Erlebens als eben von Unwissenheit und Begehren beeinträchtigt überhaupt erkennen zu können. Aber zur Zeit des Buddha gab es eben sehr viele Menschen, die das gesehen haben und für die war völlig klar, dass es Wiedergeburt geben muss. Und es gab auch sehr viele, die mit der Schulung fertig waren, Arahants, die dann ihre Erkenntnis ihres Zustands in den Worten geäußert haben, die ich eingangs auf Pali zitiert habe, Kina Jati Vusitang Brahmacharyang, Geburt ist zu Ende gebracht, ist vernichtet, das heilige Leben ist gelebt, es wurde getan, was zu tun war, darüber hinaus gibt es nichts mehr. Die also auch gesehen haben, dass ihr jetziger Zustand zu keiner neuen Wiedergeburt führen wird. In den Zeiten nach dem Buddha, nachdem der Kanon bereits im ersten Konzil seine erste grobe Form erhalten hatte, gab es eben weniger Menschen, die das für sich gesehen haben und da kam dann schon das Bedürfnis aus, irgendwie eine Lehrrede zu haben, die beweist, dass es Wiedergeburt gibt. Und darum wurde dann im zweiten Konzil in der längeren Sammlung eine Lehrrede an den Prinz Payasi, Payasi Sutta, Nummer 23 in der längeren Sammlung hinzugefügt, können aus der Formulierung und Struktur der Lehrrede erkennen, dass die eben nicht vom ersten Konzil stammt. Und da geht es genau um dieses Thema. Der Prinz Payasi hat also gesagt, es gibt kein nächstes Leben. Und der Mönch Kumara Kassapa war das, glaube ich, ein besonders schlauer, wortgewandter, schlagfertiger Mönch. Der hat dann
den Prinzen Perjasi dann überzeugt, dass es doch wieder Geburt gibt. Aber diese Überzeugungsarbeit und diese Diskussion lief auf empirischer Ebene ab. Da konnte man nichts Grundlegendes, keine Gesetzmäßigkeiten daraus ableiten, oder ich jedenfalls nicht. Und das ist so etwas, ja, würde heutige skeptische Denker nicht unbedingt überzeugen. Also der Perjasi hat zum Beispiel gesagt, meine Freunde und Bekannten, die die Sau rausgelassen haben, als die gestorben sind, habe ich zu ihnen gesagt, wenn es eine Hölle gibt, dann kommt mich besuchen und erzählt mir das. Und es ist keiner gekommen. Und der Kumara Kassapa hat dann als Gegenargument gesagt, ja, wenn du einen zum Tode verurteilst und der wird gefesselt und zum Stadttor geführt und der sagt, ja, lasst mich mal los, ich will meine Verwandten besuchen, lasst ihr den dann los? Dann sagt der Perjasi, natürlich nicht. Ja, genauso die Wächter der Hölle, die lassen den auch nicht raus, um dir Bescheid zu sagen. Naja, gut, aber ich habe ja auch Bekannte und Freunde, die sich gut verhalten haben und die beim Sterben dann wohl in eine himmlische Welt gehen. Und da ist auch noch keiner gekommen und hat gesagt, dass ich jetzt im Himmel bin. Dann sagt der Kumara Kassapa, stell dir mal vor, da ist jemand in eine Jauchegrube gefallen und ihr zieht den raus und wascht den und zieht ihm neue Klamotten an und der kriegt dann eine schöne Wohnung und gut zu essen. Würde der dann wieder in die Jauchegrube springen wollen? Dann sagt er, natürlich nicht. Und dann sagt der Kumara Kassapa, genauso ist es mit jemandem, der in einem Deva-Bereich wiedergeboren ist, für den ist der Menschenbereich wie eine Jauchegrube, deswegen kommen die nicht. Ja, und dann erzählt er von Leuten, die er hat hinrichten lassen und die hat er vorher gewogen und hinterher gewogen und konnte also die Existenz der Seele dadurch nicht beweisen und dann hat er irgendwelche Leute erwürgen lassen und hat genau zugeschaut, ob die Seele da irgendwo entweicht und der Kumara Kassapa wusste dann immer eine gute Antwort drauf. Also das ist so dieser Level des empirischen Versuchs, Wiedergeburt zu beweisen. Es gibt Bücher, 200 Cases Suggesting Rebirth, wo sich Leute an frühere Leben erinnert haben und dann andere losgezogen sind und haben das dann bestätigt. Jawohl, das stimmt, da war es jemand zu der Zeit und es war so und so und es muss eine Erinnerung an frühere Leben gewesen sein, finden manche Menschen faszinierend und es hilft denen auch, Wiedergeburt zu akzeptieren. So eben Leute, die sich an frühere Leben erinnern können und dass das alles stimmt und so weiter. Ich habe nie so ein Buch gelesen, das hat mich einfach nicht interessiert. Denn das sind ja auch im Grunde empirische Aussagen. Erinnerungen, ja, auch wenn sie dann bestätigt werden, dass da tatsächlich einer gelebt hat und das war so und so und er erkennt, der Dalai Lama hat sein Spielzeug aus dem früheren Leben wiedererkannt und all das. Es sind auch empirische Beweise. Es gibt viel mehr Menschen, die sich an nichts erinnern können. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, sich an das Thema Wiedergeburt anzunähern. Ich kann mich erinnern, 1989, als ich in Thailand auf der Suche nach einem Weg war und so langsam mir dämmerte, dass die Buddha-Lehre der Weg sein könnte, traf ich einen westlichen Mönch in Bangkok und er hat mich dann eingeladen in sein Kloster und da habe ich ihn dann gelöchert und er hat mir geduldig meine Fragen beantwortet und dann kam natürlich die Frage, und wie ist es denn mit der Wiedergeburt? Und er hat mich nur angeschaut und hat gesagt, it makes sense. Es macht Sinn. Das hat mir gereicht. Dachte ich, ja, es macht Sinn. Ist klar. Was wäre denn die Alternative? Und damals kam ich noch so von der Richtung so New Science und so weiter, Frithjof Capra und sowas, solche Bücher gelesen. Dachte ich, ja, in der ganzen Welt entsteht nichts aus dem Nichts und nichts wird vernichtet, nichts verschwindet ins Nichts auf dem materiellen Gebiet. Materie verändert sich, wird vielleicht in Energie umgewandelt, aber sie verschwindet nicht und sie entsteht nicht aus dem Nichts. Und mit geistigen Energien wird es wohl ähnlich sein. Also, dass ich irgendwie aus dem Nichts geschaffen wurde und dann entweder in die Vernichtung eingehe oder in einen ewigen Dauerzustand, der sich nicht verändert, doesn't make sense. Macht irgendwie weniger Sinn. So war das für mich zu akzeptieren. Ich habe jetzt absichtlich gesagt, geistige Energie, denn ja, wir müssen immer aufpassen, wenn wir sagen, was wir beobachten können.
Die Buddha-Lehre, die deckt sich mit dem, was wir beobachten können, das und was wir erleben können und erfahren können und wissen können und so weiter. Das stimmt nur zum Teil, weil in dem Moment, wo wir unser altes Ego mit ins Spiel bringen, stimmt das nämlich nicht mehr. Denn das ist eine Brille, durch die wir unser Dasein betrachten, die eben auf Unwissenheit beruht. Energien, gut, da ist von ich keine Rede, wenn ich sage geistige Energie, die wird auch nicht verschwinden und entsteht auch nicht aus dem Nichts. Mit dem Ich ist das wieder so eine andere Sache. Deswegen habe ich absichtlich geistige Energien gesagt. Ja, it makes sense. Was war denn vorher? Wie weit kann ich mich denn zurückerinnern? Also im Laufe meiner Meditationspraxis sind mir Erinnerungen gekommen, die immer weiter zurückgegangen sind. Und ich habe keinen Zweifel daran, wenn man also bohrt und da ja den Finger drauflegt und entsprechend Samadhi-Power reinlegt, dass man dann die Schallmauer durchbrechen kann in frühere Leben. Aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Muffe davor, weil ich habe in der Meditation Erinnerungen gehabt an Zeiten, da war ich noch kein Jahr alt. Und die waren ziemlich traumatisch und da waren gute Gründe wohl dafür, dass ich sie vergessen habe. Weil das, ja, muss man schon irgendwie ziemlich Abstand haben von diesem Bild, was man von sich selber hat, um mit solchen Erfahrungen umgehen zu können. Und wie ist denn das erst mit meinem letzten Leben oder dem vorletzten Leben? Also da lasse ich die Finger davon. Aber mir sind Erinnerungen gekommen, so mit 8 fiel mir auf, dass es nicht selbstverständlich ist, eine Abscheu davor zu haben, Tiere zu quälen. Da habe ich gesehen, dass andere Kinder durchaus Tiere quälen können und ich kann das nicht. War mir völlig unmöglich, Tiere zu quälen. Ja, kann ich sagen, gut, ist vielleicht genetisch bedingt. Oder vielleicht hat es seine Ursache, die noch weiter zurückliegt als die letzten 8 Jahre. Stehlen, ich kann mich nicht erinnern, in meinem Leben mal was geklaut zu haben. Konnte ich nicht. Erziehung, Lügen war mir, ich habe bestimmt schon ein paar Mal gelogen in meinem Leben, aber es war mir immer sehr unangenehm. Mit 12 kam mal meine Mutter in mein Zimmer nachts und fragte mich, warum ich denn da so an die Wand gelehnt im Bett sitze. Und ich wusste, ich kann ihr das nicht erklären, dass ich mich da so hinsetze, um in diesen Zustand zu kommen, den ich damals so mit ganz nah dran sein beschrieben habe für mich. Weil ich wusste, ich kann ihr das nicht erklären. Da war mit Sicherheit keine Erziehung dran schuld, dass ich das gemacht habe. Ich weiß noch, es muss Winter gewesen sein, weil es war dunkel auf dem Weg zum Schulbus. Ich mit Büchertasche in der Hand guckte zu den Sternen hoch und empfand es als unheimlich leidvoll, immer in diesem Ich gefangen zu sein, hinter diese Sinne als diesen Satz von Sinnen zu haben, immer da drin gefangen zu sein. Und ich wusste genau, ich kann damit keinem Menschen drüber reden. Bestimmt auch nicht genetisch bedingt. Also das sind alles Dinge, die machen mehr Sinn, wenn ich davon ausgehe, dass es vor diesem Leben vielleicht schon mal was gegeben hat, was bestimmte Ursachen gesät hat. Oder wie ich das erste Mal im Religionsunterricht eine Buddha-Statue gesehen habe und einen Mönch, der meditiert. Das weiß ich, ich weiß noch bis heute, wie die aussahen. Das hat mich total berührt. Der Religionslehrer gesagt hat, ja, die Buddhisten, die wollen gar nicht ins ewige Leben, die wollen Nirvana. Haben alle gelacht. Ich habe nicht gelacht. Ich wusste nichts über Buddhismus, aber es hat mich irgendwie total angerührt. Ich wusste, ich muss meditieren lernen. Ich hatte keine Ahnung, was Meditation ist. Ich habe Vorstellungen von mir selber gehabt, von der Zukunft als Yogi auf dem Berg. Es ist weitgehend eingetroffen, mit Ausnahme, dass mein Gewand nicht weiß ist und die Haare nicht lang und kein Bart dazu. Ansonsten ist das alles so gekommen. Ich habe mit 14 dann den Leitern in der Teestube von den Jesus People und meinen Religionslehrern und dem Pfarrer vom Konfirmandenunterricht Fragen gestellt über Kamma, obwohl ich das Wort gar nicht kannte. Also das sind so Dinge, das sind so Puzzleteilchen, die zusammengekommen sind, als dieser Mönch sagte, it makes sense. Aber das sind alles noch ja empirische Puzzleteilchen, keine richtigen Beweise. Es gibt von dem englischen Mönch Jnanavira Thera ein Essay, der ist in Sri Lanka ziemlich oft aufgelegt worden.
Sketch for a Proof of Rebirth heißt der. Ist meines Wissens noch nicht auf Deutsch übersetzt worden. Den hat er geschrieben, bevor er stromeingetretener wurde. Und hinterher hat er gesagt, also es ist akzeptabel, was da drin steht. Und es ist wohl auch etwas, was ihn auf die richtige Fährte gebracht hat. Wo er sagt, wie schaut denn unser Erleben aus? Unser Bewusstsein, das Bewusstsein, was wir von unserer eigenen Situation haben, ist, dass wir immer schon da waren. Wir können uns an keinen Punkt erinnern, wo wir nicht da waren und plötzlich traten wir ins Dasein, sondern wir waren immer schon da. Jeder Moment unseres Erlebens ist so gestaltet. So wie bei der Hase und der Igel, ne? Ich bin Aldor. Wo der Igel schon immer da ist, wenn der Hase ankommt und so. Kennt ihr das? Mhm. Der Stromeingetretene weiß, dass es Wiedergeburt gibt, auch wenn er sich nicht an frühere Leben erinnert. Najima 43, Freund, wie kommt die Erneuerung des Werdens in der Zukunft zustande? Freund, die Erneuerung des Werdens in der Zukunft kommt dadurch zustande, dass die Wesen, die durch Unwissenheit gehemmt und durch Begehren gefesselt sind, sich an diesem und jenem ergötzen. Das ist Kurzfassung Paticca-Samuppada. Unwissen, Begehren, Ergötzen oder Ergreifen. Jemand, der Paticca-Samuppada sieht und das ein Stromangetretener sieht, Paticca-Samuppada, auch wenn das jetzt nicht in den 12 Gliedern so unbedingt alles erklären kann, aber das Grundprinzip sieht er. Da ist Unwissenheit da, bedingtes Begehren und Ergreifen. Und er weiß, da ist noch was zu tun. Und er sieht, dass das Ende dieser Struktur, denn Paticca-Samuppada ist nicht, wie ich eingangs schon sagte, eine Erklärung der Wiedergeburt. Das kam in den späteren Jahrhunderten dazu, dass man gesagt hat, die bedingte Entstehung ist eine Erklärung von, wie so alles abläuft, zeitlich über drei Leben. Im letzten Leben haben wir, wie wir vorhin gechantet haben, Unwissenheit und dann kommen Wiedergeburtsgestaltungen und dann kommt das Bewusstsein im nächsten Leben und so weiter. Das ist alles Unsinn. Sondern das ist alles jetzt. In dem Moment, wo wir Unwissenheit haben, greifen wir nach allem aufgrund von Begehren. Und das Ende dieser Struktur kann nicht dadurch kommen, dass ich es irgendwie zeitlich abschneide. Das heißt, wenn ich sterbe, hört nicht das Leiden auf. Hört Unwissenheit nicht auf. Das wäre ein Widerspruch. Wir können diese Struktur von bedingter Entstehung, Unwissenheit, Begehren, Ergreifen, Leiden nur dadurch beenden, indem wir Unwissenheit beseitigen. Der Unterschied zwischen Struktur und einem zeitlichen Ablauf, das habe ich schon ein paar Mal vorgespielt mit einer Sonnenbrille. Ich habe jetzt keine Sonnenbrille mehr. Also stellt euch mal vor, das hier wäre jetzt eine rosa Brille. Das ist die Struktur, das ist die Unwissenheit, ja, durch die ich alles, was ich betrachte, was so zeitlich abläuft, sehen kann. Aber selbst wenn ich mir eine Kugel gebe, habe ich immer noch die rosa Sonnenbrille auf und alles, was ich dadurch sehe, ist rosa. Und ich kann nur diese Struktur des Erlebens von Unwissenheit, Begehren und Ergreifen und Leiden beenden, indem ich die Ursache beseitige, nämlich die Sonnenbrille abnehme. Das jetzt nur als kleines Beispiel, was ich meine mit konditional und nicht zeitlich. Und das haben wir ja auch vorhin gechantet, Dhamma ist zeitlos. Da geht es nicht um irgendwelche Abläufe, sondern da geht es darum, wie ist mein jetziger Zustand. Und den kann ich eben nicht beseitigen, indem ich sterbe oder irgendwas tue, sondern ich muss einfach dahingehend praktizieren, dass ich die Ursache beseitige, nämlich die Unwissenheit. So, aber hier in dieser Lehrrede haben wir eine Verknüpfung von dieser Struktur mit einem künftigen Ereignis. Das war ja deutlich genug gesagt. Wie kommt künftiges Werden zustande? Das kommt dann zustande, wenn ich jetzt Begehren habe, aufgrund von Unwissenheit und mich an diesem und jenem ergötze. Jetzt kommen wieder die Links, zwei Vorträge, Paticca-Samuppada mit einem Lächeln und Dhamma ist zeitlos, wo also auf diese zeitlose, strukturelle, konditionale Geschichte Paticca-Samuppada bedingte Entstehung genau eingegangen wird. Also insofern ist es nicht ganz verkehrt, wenn ich sage, Paticca-Samuppada hat was mit Wiedergeburt zu tun. Solange Paticca-Samuppada bedingte Entstehung, man könnte auch sagen die zweite edle Wahrheit, vorhanden ist, wird es künftig Wiedergeburt geben. Und jemand, der Einblick in diese Dinge hat, selbst wenn er
Wiedergeburt noch nicht abgeschnitten hat, weiß, dass es Wiedergeburt geben muss. Beziehungsweise in dem Moment, wo er es vollkommen verstanden hat, gibt es für ihn keine Wiedergeburt mehr. Das ist dann eben, wenn er fertig ist mit der Praxis. Die Frage ist jetzt nur, muss ich an Wiedergeburt glauben, um Dhamma praktizieren zu können? Also ich habe jetzt schon versucht darzulegen, dass wir nicht dran glauben müssen, sondern wir versuchen uns dem anzunähern. Wir versuchen es strukturell zu verstehen. Wir versuchen, dass es Sinn für uns macht. Gibt es auch aus der Lehrrede Majjhima 60, aus der ich vorhin schon rezitiert habe. Da geht es um den Konflikt zwischen Menschen, die nicht an Wiedergeburt glauben und Menschen, die an Wiedergeburt glauben. Und über einen, der nicht an Wiedergeburt glaubt, erwägt ein Weiser so: Wenn es keine nächste Welt gibt, wird sich dieser gute Mensch bei der Auflösung des Körpers ausreichend in Sicherheit gebracht haben. Aber wenn es eine nächste Welt gibt, dann wird er bei der Auflösung des Körpers in Umständen, die von Entbehrung geprägt sind, wieder erscheinen, an einem unglücklichen Bestimmungsort, in Verderbnis, ja sogar in der Hölle. Aber egal, ob das Wort jener guten Mönche und Brahmanen wahr ist oder nicht, einmal angenommen, es gibt keine nächste Welt, dieser gute Mensch wird trotzdem hier und jetzt von den Weisen als eine unmoralische Person getadelt, als einer mit falscher Ansicht, der die Lehrmeinung des Nihilismus vertritt. Wenn es aber andererseits eine andere Welt gibt, eine nächste Welt, dann hat dieser gute Mensch einen doppelt schlechten Wurf gemacht, weil er von den Weisen hier und jetzt getadelt wird und weil er nach dem Tod in Verderbnis wieder erscheinen wird. Und dann für jemanden, der sagt, naja, es könnte Wiedergeburt geben und sich entsprechend verhält, der hat dann den doppelt guten Wurf gemacht. Also wenn es Wiedergeburt gibt, dann hat er zweimal gewonnen. Wenn es keine Wiedergeburt gibt, hat er einmal gewonnen, weil er sich dann in diesem Leben anständig aufgeführt hat. Kann man natürlich sagen, ja, es gibt ja auch gute Gründe, sich ohne Wiedergeburt in diesem Leben anständig aufzuführen. Also ich habe schon so viel Ethik in mir und gute Gründe dafür, dass ich eben auch in diesem Leben versuche, die 5 Tugendregeln einzuhalten, auch wenn ich nicht an Wiedergeburt glaube. Das ist natürlich schon gültig, auch wenn es vielleicht auf wackeligeren Beinen steht letztendlich. Aber es verfällt ja der Annahme, dass sich die Struktur von Paticca-Samuppada zeitlich erledigt beim Tod sozusagen. Leiden ist zu Ende, wenn ich sterbe. Also in dem Moment, wo ich Wiedergeburt ausklammere, habe ich keine Chance, Paticca-Samuppada, die bedingte Entstehung, zu verstehen, weil ich dann die Endlosigkeit einer Struktur nicht verstehe. Die Sonnenbrille, die bleibt ja. Das muss ich durchschauen. Und wenn ich sage, die Sonnenbrille fällt ab, wenn ich dies oder jenes tue, oder wenn dies oder jenes abgelaufen ist, dann habe ich keine Möglichkeit, die Struktur zu verstehen. Von daher ist es auf jeden Fall notwendig, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es Wiedergeburt geben könnte. Wenn die Ursachen aufgelöst sind, dann wird es künftig keine Wiedergeburt mehr geben beim Arahant. Aber warum sagt er dann, Geburt ist zu Ende gebracht? Bedeutet das, dass er künftig keine Wiedergeburt mehr hat? Und jetzt kommen wir schon zu dem Thema, dass neues Leben heißt eigentlich die nächste Welt, Paraloka, habe ich jetzt schon in ein paar Zitaten gehabt, oder Punarbhava, ein neues Dasein, ein neues Werden. Das Wort Punarjati habe ich noch nirgendwo gesehen, ein neue Wiedergeburt. Also wörtlich übersetzt gibt es das Wort Wiedergeburt in den Suttas gar nicht. Das Wort Jati, Geburt, gibt es aber sehr wohl. Und das ist Paticca-Samuppada. Jayati ist zwar eine Passivform von Janati, von Erzeugen, also erzeugt werden, aber das ist etwas, was wir tun. Was wir jederzeit tun, solange wir unwissend sind. In dem Moment, wo ich nach etwas greife, schaffe ich mir eine Welt, in der ich als das, was ich bin, erscheine. Ich bin der Mönch Ajahnmetiko. Ich greife nach meinem Zubehör, nach meiner Robe, nach meinem Körper, nach meinen Gedanken, nach meinen Vorstellungen, nach meinen Gefühlen, Wahrnehmungen, alles. Und definiere mich dadurch. Das ist Geburt. Und das ist etwas, das mache ich die ganze Zeit. Nicht von Sekunde zu Sekunde neu, sondern es ist der Zustand, das ist die Struktur. Ich bin geboren. Man kann im Deutschen vielleicht sagen, das ins Dasein treten, um diese aktive Bedeutung zu verdeutlichen. Ich trete ins Dasein die ganze Zeit. Und das ist beim Arahant vorbei. Geburt ist zu Ende gebracht. Und jemand, der nicht geboren ist, kann auch nicht sterben. Deswegen sagt man auch, das Arahantschaft Nibbana ist das Todlose.
In eurer Hand stirbt nicht, er legt seinen Körper ab, aber da ist nichts mehr da, was sterben kann. Damit greife ich eigentlich schon fast zu weit voraus. Wollte noch schnell die Anekdote vorbringen von dem Helmbrechtzer Buddha-Streit. Die Einheimischen werden das mitverfolgt haben. Da hat einer auf das Grab seiner Eltern auf einem evangelischen Friedhof eine Buddha-Statue gestellt. Und das ging also durch alle Medien. Da gab es also Internetseiten zu dem Thema. Und also seitenweise Presseberichte. Und bis dann irgendwie nach einem Jahr kamen sie dann mal auf die Idee, mal die Buddhisten zu fragen, was die denn dazu meinen. Weil der Pfarrer, der war der Meinung, dass die Buddha-Statue auf einem evangelischen Friedhof nichts zu suchen hat, weil das andere Werte symbolisiert. Denn die Buddhisten streben ja Wiedergeburt an, während die Evangelischen streben ja das ewige Leben an. Und das passt nicht zusammen. Darum musste die Statue verschwinden. Und der andere hat gesagt, nein, der Buddha symbolisiert für mich den Frieden und das gönne ich meinen Eltern und so weiter. So ging das also hin und her. Mir wurden verschiedene Fragen dann irgendwann mal vorgelegt von der Zeitung. Und ich habe geschrieben, die Buddhisten streben eigentlich nicht Wiedergeburt an. Sie streben das Ende von Wiedergeburt an. Das kam aber nicht, das haben sie dann weggelassen. Das war irgendwie nicht weiter verständlich. Aber trotzdem hoffen ja viele Buddhisten auch auf eine gute Wiedergeburt. Und mein Gefährte Tanvira Nando, den ich bei dieser Gelegenheit mal vorstellen möchte, hat gesagt, die Volksbuddhisten, die streben ja gute Wiedergeburt an. Wobei das Wort Volksbuddhist mag ich nicht so sehr. Aber es ist schon richtig, dass eben viele Leute mit dem Nibbana gar nichts anfangen können und erstmal eine gute Wiedergeburt haben wollen. Und ich habe dann mal drüber nachgedacht, ob das eigentlich verkehrt ist oder nicht. Und da sind mir zwei Positionen eingefallen. Also einmal ist ja in der Terminologie von wie werde ich in der Zukunft sein, das ist falsche, unweise Hinwendung, Ayoniso Manasikara, wie es zum Beispiel in der Majjhima Nummer 2 erklärt wird, das soll man nicht machen. Auf der anderen Seite gibt es eine Lehrrede, Sankharupatti Sutta 120 in der mittleren Sammlung, wo drin steht, dass man durchaus sich was vornehmen darf, eine gute Wiedergeburt, seine Position in diesem Daseinsspielchen verbessern. Natürlich schon mit der höchsten Stufe dann frei von allen Gestaltungen Nibbana zu erlangen. Aber die Ausrichtung darauf, Aditana, dass wir uns ein Ziel setzen müssen, ist schon notwendig, ist schon empfohlen worden. Nur eben dieses Ich, mir, mein nach Möglichkeit rauslassen, soweit wir es überhaupt können. Zum Beispiel viele thailändische Frauen geben Dana an die Mönche und machen dann ein Aditana, ich möchte im nächsten Leben als Mann wiedergeboren werden, dass ich dann Bhikkhu werden kann. Das gilt jetzt inzwischen nicht mehr, weil es auch in Thailand Bhikkhunis gibt. Schon über 200. Aber das wäre ein Beispiel, wo sie versuchen, ihre Position im nächsten Leben zu verbessern, dass sie eben besser praktizieren können. Das wäre mit Sicherheit in dem Sinne dieser Majjhima 120. Okay, also die Frage, wie findet Wiedergeburt statt? Da geht es also, so habe ich die Frage verstanden, um die Übertragung. Also wie, jetzt muss ich mal das vorlesen aus der Mail. Beispiel, Ajahn Chattamolo spricht in einem Vortrag über einen Freund, der fasziniert war von einer Fernsehsendung über Tiefseefische. Wenn dieser Freund in diesem Moment sterben würde, so Ajahn Chattamolo, werde er als einer dieser Tiefseefische wiedergeboren, aufgrund seiner Faszination für diese Fische im Sterbemoment. Und dann also sagt er, ja, der Freund, der heißt vielleicht Werner und der Fisch war vielleicht ein Bartendrachenfisch. Wie soll also aus Werner ein neuer Bartendrachenfisch werden? Tja, also an dieser Stelle möchte ich mal sagen, dass grundsätzlich der Vortragende seine eigene Meinung wiedergibt und es gibt keine Meinung der Redaktion. Also da müsste man jetzt Ajahn Chattamolo fragen, ob er das überhaupt so ernst gemeint hat. Ich weiß nicht, ob eine Fernsehsendung ausreicht, um als Bartendrachenfisch wiedergeboren zu werden. Und es ist unter asiatischen Mönchen so ein beliebtes Spiel. Ich kann mich noch erinnern, dass mir mal ein tibetischer Mönch gesagt hat, wenn man beim Verbeugen die Hände nicht so auflegt, sondern mit gespreizten Fingern, dann wird man als Ente wiedergeboren. Das ist wahrscheinlich doch eher ein pädagogisches Mittel, als dass es ernst gemeint ist. Kamma gehört zu den unausdenkbaren Dingen. Also wir können nicht wissen,
wo und wie wir wiedergeboren werden und jede einzelne Handlung, was es für Folgen hat. Wir wissen, heilsame Handlungen werden angenehm erlebt in der Zukunft, unheilsame Handlungen werden unangenehm erlebt. Und es gibt gewisse Grundprinzipien, dass zum Beispiel Zorn hässlich macht. Aber da müssen wir nicht ans nächste Leben denken, das wissen wir. Wenn jemand zornig ist, sieht nicht gut aus. Und dass sowas als Gewohnheit dann so tiefe Rillen macht in unseren Geist, dass der dann einen hässlichen Körper kriegt, können wir uns in etwa vorstellen. Aber selbst der Buddha hat dann gleich in der nächsten Lehrrede über Kamma gesagt, wir wissen nicht, ob unser schlechtes Kamma im nächsten Leben reift oder erst im übernächsten oder irgendwann später. Wir wissen nicht, wann es zur Reife kommt. Also sich zu sagen, hier, wenn du stirbst und du guckst gerade Tiefseefische, wirst du als Tiefseefisch geboren, reicht meines Erachtens nicht aus. Von daher nehme ich an, dass es doch wohl eher ein Scherz war. Ja, zu dem Übertragung. Es gibt so verschiedene Sterbeprozessmodelle im Buddhismus. Die einen sagen, zuerst hört der Atem auf, dann wird der Körper kalt, dann kommt der Sabba raus, am Schluss verwest das Erdelement. Andere sagen, zuerst verschwindet das Erdelement, weil man da schwach wird und dann der Atem. Und also das sind alles Dinge, die mich nicht so besonders interessieren. Von daher habe ich mich auch nicht damit beschäftigt. Es gibt ja tibetischen Buddhismus diese Bardo-Lehren, wo man dann verschiedene Visionen hat und das dauert 49 Tage. Und dann sagt ein anderer Lehrer, nein, das müssen nicht genau 49 Tage sein und diese Visionen, das kann auch ganz anders sein. Also im Pali-Kanon gibt es den Begriff des Sambhavesi, des Daseinssuchenden, oder Gandhaba, die Duftesser, die als Geisteswesen anwesend sind bei der Empfängnis. Also es gibt so verschiedene Fragmente, würde ich mal sagen. Und ich habe mich damit einfach nicht beschäftigt, weil ich weiß nicht, wozu es gut sein soll. Also wenn Wiedergeburt stattfindet, interessiert es mich nicht, wie sie stattfindet. Aber jetzt kommen wir zu der eigentlichen Hauptfrage und zu der spannendsten Frage, nämlich, was wird wiedergeboren? Und das ist identisch mit der Frage, wer wird wiedergeboren? Der Verfasser der Mail weist völlig korrekt darauf hin, dass es irgendwie mit Anatta nicht so ganz zusammenpasst. Und dieser Konflikt hat ihn eben dazu bewogen, mir viele Seiten zu schicken und auch zu Recht. Denn das ist genau das, was uns perplex macht. Anatta, aber wer? Wer denkt denn über Anatta nach? Wer beschäftigt sich mit dieser Lehre? Das ist dieser Konflikt, den wir da haben. Es gibt Versuche, dem Konflikt auszuweichen, indem er sagt, naja, der Buddha hat zwei verschiedene Wahrheiten gelehrt. Das eine ist die konventionelle Wahrheit und das andere ist die absolute Wahrheit oder die nibbanische Wahrheit. Wenn ich von einem selbst spreche, dann ist das eine konventionelle Wahrheit. Und wenn ich sage, es gibt kein Selbst, dann ist das die absolute Wahrheit. Aber so fasse ich das nicht auf. Für mich ist Anatta ein Werkzeug. Das ist eine Antwort auf die Frage, das, was vergänglich ist, was leidhaft ist, was dem Wandel unterworfen ist, ist das geeignet, so aufgefasst zu werden, dies ist mein, dies bin ich, dies ist mein Selbst. Und dann sagen die Mönche, no hetang bante, nö. Oder Anatta. Also es ist ein Werkzeug, was gegen den Strich geht von dem, was wir normalerweise erleben. Aber ich bin doch da. Jeder von uns hat das Gefühl, ich bin doch da. Wenn ich sage, du existierst gar nicht in Wirklichkeit, dann sagst du, ja, der spinnt. Die Achtsamkeit, die gegen den Strich geht, das ist der nächste Link. Satipatthana oder der Vortrag Aktionsbasis der Achtsamkeit, wo das dann ausführlich erklärt ist. Also wenn ich sage, da ist jemand, der wiedergeboren wird, dann ist das natürlich Eternalismus. Das ist der Glaube an eine ewige Essenz, die dann wiedergeboren wird. Wenn ich sage, es gibt aber gar kein Selbst, dann ist das ein Vernichtungsnihilismus. Das heißt, da in dem Moment, ich sage, da wird nichts wiedergeboren, dann spreche ich von Vernichtung beim Tode. Die Frage, gibt es ein Selbst, hat der Buddha nicht beantwortet. Die Antwort darauf lautet, es kommt darauf an. Auf Englisch kommt es ein bisschen besser rüber, it depends. Dependent origination, das ist die Antwort. Die hat der Buddha gegeben auf die Frage, wer.
Dependent Origination. In dem Moment, wo Unwissenheit da ist, Ergreifen, Begehren da ist, ist Geburt da. Das heißt, da ist das Erleben von einem Ich da, von einem Selbst. Aber wenn ein Selbst von solchen Bedingungen abhängig ist, ist dieses Selbst gar nicht so, wie ich es erlebe, dann ein Selbst ist immer unabhängig. Ich stehe hinter all diesen vergänglichen Dingen, so erlebe ich mich. Und Paticca Samuppada sagt, es ist aber von Bedingungen abhängig. Und wenn diese Bedingungen nicht da sind, dann gibt es keine Geburt und somit auch kein Erleben von einem Selbst. Und somit auch kein Tod von einem Selbst. Ich habe mal einen Vortrag gegeben über Feuer. Feuer ist ein wunderbares Gleichnis für Bedingtheit. Wo der Buddha zu dem Wanderasketen Vajragotha sagt, wenn Feuer keinen Brennstoff mehr hat, dann geht es aus. Dann erlöscht es. Und wo geht's dann hin? Dann sagt er, nee, das ist gar nicht zutreffend, die Frage, wo geht's dann hin? Weil es ist dann erloschen. Es hat keine, ist nicht mehr da, keine Bedingungen mehr da. Und am Ende des Vortrags fragte dann jemand, ja, aber wer denkt denn über das Feuer nach? Also die Frage, aber wer, die rührt sich immer wieder, weil wir erleben uns ja als Ich. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Anatta hören, kommt das aber wer hoch. Und die Frage, aber wer wird denn wiedergeboren, unterscheidet sich in keinster Weise von der Frage, aber wer denkt denn nach? Wer fühlt denn? Wer spricht denn? Wer handelt denn? Wer erntet denn die Ergebnisse von unseren Taten? Das ist immer dieselbe Frage. Er fragt dann, ist es dann nicht sehr missverständlich, wenn man das als Wiedergeburt bezeichnet, denn das Wort suggeriert ja so etwas wie eine persönliche Fortexistenz. Da hat er natürlich vollkommen recht, weil das Wort Puna auf Pali hat zwei Bedeutungen in unserer Sprache. Es bedeutet wieder. Wieder heißt, da ist was Altes, was wieder aufgekocht wird. Oder neu. Puna Bhava. Wieder werden oder neu werden. Kann es beides bedeuten. Aber meistens wird eben der Begriff Paraloka, die nächste, die andere, die jenseitige Welt verwendet. Personen werden oft in den Lehrreden rausgelassen. Töten führt zur Wiedergeburt in der Hölle. Als Beispiel. Aber es gibt auch Aussagen, der Mensch, ich sehe, wie er auf den Abgrund zugeht oder sowas in der Art. Aber für einen Buddha oder einen Arahant, der kann das Wort ich oder du oder er oder Person oder sonst irgendwas verwenden, ohne dieses aber wer dabei zu empfinden, ohne den Dünkel ich bin zu empfinden. Das ist für Weltlinge schwer nachzuvollziehen. Wir haben keine andere Möglichkeit, als eben die Frage zu stellen, wer. Das ist ein Konflikt. Den Konflikt müssen wir aushalten. Das ist besser als zu sagen, ich finde Buddhismus toll, kann das alles akzeptieren. Die Kuh, die weinte, habe ich 3-mal gelesen. Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen zu dem Punkt kommen, wo wir den Konflikt spüren zwischen dem, was der Buddha sagt und unserem eigenen Erleben. Und das bringt mich auch wieder zu dem Punkt zurück. Ja, können wir nur das verwenden für die Praxis, was wir selber erleben? Ja, wir müssen berücksichtigen, dass wir diese rosa Brille aufhaben. Den Konflikt aushalten heißt Kanti auf Pali, Geduld erdulden. Und es gibt den Begriff Dhamma Anulomika Kanti, also ein Erdulden im Sinne des Dhamma ist notwendig. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass der Buddha recht hat, auch wenn es im Moment mir eigentlich gegen den Strich geht. Und dann kann es zu dem Eintritt in die Richtigkeit gehen. Das heißt, wir wissen, es kann nur so sein. Und das ist die Voraussetzung für einen Stromeintritt. Da gibt es auch einen Link dazu. Der Vortrag hieß Fesseln. Genau. Von daher ist es nicht verkehrt, wenn die Frage hochkommt, aber wer? Das ist auf keinen Fall verwerflich oder irgendwie blöd oder irgendwas, sondern das ist halt so. Wir müssen uns dem stellen. Was dazu notwendig ist, ist selbstverständlich das Vertrauen, dass wir vielleicht künftig das mal verstehen werden, was wir im Moment noch nicht verstehen. Denn wenn wir uns nur auf das verlassen, was wir jetzt schon sind und können und wissen und verstehen und erleben, dann werden wir dem Leiden nicht entrinnen können, weil dazu mehr notwendig ist. Denn wenn wir es könnten, dann wären wir jetzt schon alle befreit. Das heißt, wir müssen auf etwas zuarbeiten, was wir noch nicht wissen und noch nicht können und noch nicht sind. Und dafür ist Vertrauen notwendig und da müssen wir uns auch mit Dingen beschäftigen, die eben noch nicht in unserer Reichweite sind. Also das ist jetzt meine Antwort auf den Kalamismus.
Link, Vortrag Vertrauen oder Inspiration und Transzendenz. Gehe ich näher auf dieses Thema ein. Ein Teilaspekt von der Frage, wer wird wiedergeboren, ist die Frage, bin ich dann derselbe noch oder bin ich dann ein anderer, der dann wiedergeboren wird? Der meines Erachtens tiefste buddhistische Denker deutscher Sprache aus dem 19. Jahrhundert hat dazu gesagt, die Lehre von der Wiederkehr ist zweifelhaften Sinns. Man fragt sich sehr, ob man nachher noch sagen kann, ich bin's. Jedoch was soll's, wenn mit der Zeit sich ändert die Gestalt. Die Fähigkeit zu Lust und Leid vergeht wohl nicht so bald. Wilhelm Busch. Das war jetzt kein Scherz, also ich halte ihn wirklich für einen, der das sehr tief gesehen hat. Wir hatten mal einen Anagarika hier, der hat das für sich so zurechtgelegt, hat gesagt, ich praktiziere jetzt Ethik und so weiter aus Mitgefühl für das andere Wesen, was ich dann mal bin im nächsten Leben. Also das heißt praktisch, er ist dann ein anderer. Das war so seine Antwort. Man könnte es auch umgekehrt sagen. Es gibt unheimlich viele Leute, die sich daran erinnern, in einem Leben, im früheren Leben mal Kleopatra gewesen zu sein oder bei Männern dann Napoleon oder irgendwie sowas. Deutet auch darauf hin, dass da auch wieder Begehren im Spiel ist. Man will ja immer was Tolles gewesen sein. Keiner sagt, ich war mal eine Kakerlake. Ich habe wunderbar gestunken, besser als die anderen Kakerlaken. Gibt's nicht. Ja, hier könnt ihr rumgehen. Das bin ich. Oder soll ich sagen, das war ich? Die Frage, welcher? Tja, siehst du, das ist gerade mal 30 Jahre her. Oder könnte ich sagen, das war ein anderer? Tja, sicher. Der Körper, der ändert sich, die Materie wird einmal in 7 Jahren ausgetauscht. Das heißt, das ist schon lange nicht mehr ich. Die Gedankenwelt, eine völlig andere. Und trotzdem schaue ich mir das Bild an und sage, ja, das bin ich oder war ich. Also der Ich ist irgendwie immer dasselbe. Der scheint da irgendwie so außerhalb der Zeit zu stehen. Und genau, das ist ja der Punkt. Das ist ja das Paticca-Samuppada. Das ist immer der Ich. Das ist diese Struktur. Irgendwann kamen sie dann mal auf die glorreiche Idee zu sagen, ja, der wiedergeboren wird, ist weder ich noch ein anderer. Und jetzt kommt ein schönes, knappes Zitat aus dem Schwarzen Buch. Natcha so natcha anyo, weder er noch ein anderer. Dieser viel zitierte Lehrsatz taucht irgendwo im Milinda Panha auf. Milinda Panha sind die Fragen des König Milinda. Als Antwort auf die Frage, wenn ein Mensch stirbt, wer wird wiedergeboren, er oder ein anderer? Diese Frage ist völlig unzulässig und jeder versucht, sie zu beantworten, kann nicht weniger unzulässig sein. Weil sie danach fragt, wer wiedergeboren wird, verfällt die Frage der Sakkaya-Ditti, der Persönlichkeitsansicht. Sie hält die Gültigkeit der Person als Selbst für gegeben. Denn nur über ein Selbst kann diese Frage gestellt werden, ewig, er oder zugrunde gehend, ein anderer. Ich erkläre das jetzt nochmal, es ist ein bisschen sehr kondensiert. Also wenn ich der Meinung bin, im nächsten Leben, das ist ein anderer, das heißt, dass ich dann zugrunde gehe beim Tode und ein anderer entsteht dann, wird ein anderer wiedergeboren. Oder ich sage, ich werde wiedergeboren, ne? Ich war Kleopatra oder Napoleon, dann ist das selbst ewig, nicht zugrunde gehend. Die Antwort, weder er noch ein anderer, hält dieses Selbst ebenfalls für gegeben, da sie die Frage zulässt. Sie streitet lediglich ab, dass dieses Selbst, das entweder ewig oder zugrunde gehend sein muss, entweder ewig oder zugrunde gehend ist. Also die Antwort sagt, es ist weder ewig noch zugrunde gehend, was die Verwirrung nur komplett macht. Richtig wäre es, die Frage von vornherein abzulehnen. Vergleiche Anguttara 6,95, wo gesagt wird, dass der Dittisampanna, also derjenige, der da mal gesehen hat, nicht nur nicht die Ansicht vertreten kann, jemand sei der Urheber von Glück und Schmerz, entweder er selbst oder ein anderer, er kann auch nicht die Ansicht vertreten, der Urheber von Glück und Schmerz sei nicht jemand, weder er noch ein anderer. Er sieht, dass die gegenwärtige Person abhängig von gegenwärtigen Bedingungen entstanden ist und mit dem Aufhören dieser gegenwärtigen Bedingungen aufhört.
Weil er dies sieht, betrachtet er die gegenwärtige Person nicht als gegenwärtiges Selbst. Folglich stellt er nicht die Frage, wer über die Gegenwart. Dann schreibt er noch, Fragen des König Melinda ist ein ganz besonders irreführendes Buch. So, das Fazit, die Frage, wer, die wird immer wieder auftauchen in unserer Praxis. Bezüglich Wiedergeburt oder in anderem Zusammenhang spielt überhaupt keine Rolle. Diesen Widerspruch zwischen unserem Erleben und der Buddha-Lehre auszuhalten und anzunehmen, ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und wir versuchen, den Fehler bei unserem Erleben zu suchen, damit wir es ändern können, nicht bei der Buddha-Lehre. Also wir versuchen da nicht, Teile herauszuschneiden, die uns nicht in den Kram passen. Dhamma ist sowieso für Nachdenken nicht zugänglich. Das heißt jetzt nicht, dass wir unseren Verstand an der Garderobe abgeben müssen und Dinge blind glauben müssen, die keinen Sinn machen. Die machen Sinn. Aber durch Nachdenken allein, Gedanken sind nur Sprechblasen, das sind nur Symbole. Das ist nicht die Wirklichkeit selbst. Da brauchen wir noch anderes, nämlich zum Beispiel die Kraft der Sammlung, wenn wir das Denken mal zur Ruhe bringen, um klarer und tiefer sehen zu können. Am Anfang haben wir auf der einen Seite die Buddha-Lehre, auf der anderen Seite haben wir unser Denken, unsere Sichtweise und unseren Dünkel, unser Ich-Dünken. Wenn wir auf dem Weg fortgeschritten sind und da mal gesehen haben, haben wir auf der einen Seite die Buddha-Lehre, unser Denken und die Sichtweise und nur noch der Dünkel, der Ich-Dünkel ist dagegen. Und dann der Arahant, der hat dann alles auf seiner Seite, für den ist der Konflikt beseitigt. Und dann gilt eben Kina Jati, Geburt ist zu Ende gebracht, ist jetzt zu Ende gebracht und bedeutet künftig keine Wiedergeburt mehr. Gut, das soll jetzt mal reichen als Anmoderation, falls es Fragen dazu gibt, ist es die Möglichkeit. Also ich empfinde die Wiedergeburt vom Grundprinzip her gar nicht als so wichtig, weil sie ja ein Teil vom Leidensprozess ist. Und wenn man sich die Buddha-Lehre anschaut, Ziel ist ja die Befreiung vom Leiden. Und damit hielt sich ja dann die Frage nach der Wiedergeburt auf, wenn ich sage jetzt einmal, dieses Ziel als Mensch in irgendeiner Form erreicht habe. Genau, das war ja der Irrtum von dem Pfarrer aus Helmbrechts, der gemeint hat, dass den Buddhisten Wiedergeburt wichtig ist, dass die das anstreben. Ja. Also wenn wir katechistisch korrekt praktizieren, streben wir nicht Wiedergeburt an. Aber auf dem Weg dorthin, ja, wir können eben unsere Situation nicht per Knopfdruck abschalten. Benutzen wir Wiedergeburt, um uns jetzt anständig aufzuführen und ja, unseren Praxisplan vielleicht nicht nur auf die Zeit, die wir jetzt in diesem Leben noch haben, zu begrenzen. Ich werde jetzt demnächst 60, also wie viele Jahre bleiben mir noch? In denen werde ich es vermutlich nicht schaffen, Arahant zu werden, obwohl man weiß ja nie, aber sieht nicht so danach aus. Also ja, dann mache ich mir jetzt auch keine Gedanken, dass ich mein Leben verschwendet habe, weil ich vielleicht dieses oder jenes noch nicht erreicht habe, sondern sage, gut, alles, was in eine bestimmte Richtung geht, bestimmte Ursachen, die ich zeitlich setze, werden auch Frucht bringen. Also nichts geht verloren. Alles, was wir tun, was wir an guten Dingen tun, geht nichts davon verloren. Aber der Punkt, wo dann die Unwissenheit beseitigt ist, das ist dann kein zeitlicher Vorgang mehr. Der ist irgendwann in der Zeit. Aber in dem Moment bricht die gesamte Struktur von Begehren und Ergreifen und alles zusammen. Aber bis dorthin müssen wir eben uns mit der Aussicht anfreunden, dass vielleicht noch dieses eine oder andere Leben zu bewältigen ist. Aber mein persönlicher Anreiz oder was für mich eben Wiedergeburt so greifbar macht, ist einfach zu sehen, dass wir die Struktur, in der wir sitzen, unsere unerleuchtete Daseinssituation nicht zeitlich abschneiden können. Albert Camus hat gesagt, wenn es ganz schlimm kommt, habe ich einen 38er, drücke ich mir an die Schläfe und drücke ab. Er ist dann aber, glaube ich, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ja, das ist die Vorstellung, dass man Paticca Samuppada mit einer Kugel beenden kann. Geht nicht.
Da ist nichts Zeitliches drin. Dhamma ist zeitlos. Und ich denke, wie Sie vorhin auch gesagt haben, von dieser zwölfgliedrigen Kette, dieses Unwissen, wenn das überwunden ist, dann gibt es hinten raus ja sowieso keine Wiedergeburt. Ja. Und ich denke, wenn man sagt, ich will in diesem Leben was dafür tun, glaube ich, ist der erste Ansatz bei diesem ersten Glied dieser Kette, bei diesem Unwissen, wie Sie vorhin auch gesagt haben, die Brille versuchen runterzunehmen, das also mit den buddhistischen Augen, mit der Buddha-Lehre zu sehen und dann eventuell, wenn man das schafft, braucht man die nächsten Glieder bei dem Durchlaufen. Ja, es ist ja eh kein zeitlicher Ablauf. In dem Moment, wo der erste weg ist, sind alle weg. Genau. Das ist ja der Hauptkritikpunkt oder an dieser Drei-Leben-Theorie, die sagt, das ist so ein Rad von drei Leben. Da müsste ich ja, wenn die Unwissenheit beseitigt ist, noch drei Leben warten, bis dann das Leiden aufhört. Ist nicht so. Mal zählt das jetzt als Wiedergeburt auch mit in die Geistbereiche oder himmlischen Bereiche. Zählt als Wiedergeburt mit, ja. Na klar. Ja. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu erklären, wie komme ich von diesem Körper, wenn der stirbt, wenn ich als Mensch wiedergeboren werde, in den Embryo rein, über ein Geisteswesen, was ich dann zwischendrin mal kurzfristig bin. Aber wie gesagt, es interessiert mich nicht, darüber zu spekulieren. Weil bringt nichts. Hat mit der Lösung des Problems keinerlei Verbindung. Das mag interessant sein, aber mich interessiert es eben nicht. Deswegen habe ich die zweite Frage eben auch nicht beantwortet, wie aus Werner der Bart ein Drachenfisch wird.